Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Skikanal. Heute wieder mit dem Skitourismusforscher Günther Aigner. Servus Günther. Servus, Julian, hallo. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist und dich den Zuschauerfragen stellst. Dann die nächste Frage: Kann man in den Alpen jedes Jahr im Dezember Schnee erwarten? Ich glaube eher nicht, oder? Das hängt dann von der Höhe ab. Antwort ist nein und ich kann es begründen. Wir fahren ja meistens Ski so von Weihnachten bis Ostern. Natürlich gibt es Skigebiete, die haben länger Saison, es gibt Skigebiete, die haben kürzer Saison, aber so der klassische Winter ist Weihnachten bis Ostern. Das heißt, Weihnachten ist der Beginn des Winters und Ostern ist das Ende des Winters. Und nicht umsonst haben wir ja am 21. Dezember den kalendarischen Winterbeginn. Das hat schon alles seine Gründe. Und jetzt ist in unserem Gehirn, kollektiv in unserer Gesellschaft, ist jetzt ein Schalter umgestellt worden. Durch diese kulturelle Verankerung von Weihnachten mit Heiligen Abend, am Heiligen Abend soll es schneien und wenn wir nach der Bescherung rausgehen, sollen die Schneeflocken fallen, das auch von den amerikanischen Filmen immer transportiert wurde, eben dieses weiße Weihnachten. Das ist ein bisschen tricky, weil das sind Wunschvorstellungen, die wir haben. Weil der Höhepunkt des Winters ist in den meisten Wintersportregionen im Februar. Im Februar haben wir die beste Schneesicherheit. Und Weihnachten ist immer in der Kampfzone. Wenn es 2, 3 Wochen früher als normal einschneit, dann ist Weihnachten alles Paletti. Wenn es 2, 3 Wochen später als normal einschneit, dann haben wir das, was wir so häufig beobachten. Auf den Weihnachtsmärkten kein Schnee und kein Frost. Zu Weihnachten kein Schnee, kein Frost. Silvester kein Schnee und kein Frost. Und vielleicht auch Drei Könige am 6. Jänner kein Schnee und kein Frost. Weil das alles findet innerhalb von ganz wenigen Wochen statt. Also, drum eben zur Frage: Nein, ich glaube, dass der Dezember und Weihnachten immer unsere Sorgenkinder bleiben. Und wir täten alle gut daran, dass wir da realistischer sind. Dann wären wir auch nicht so enttäuscht. Das heißt, wir werden in Zukunft immer wieder weiße Weihnachten erleben und wir werden immer wieder grüne Weihnachten erleben, auch in den Skigebieten. Aber wenn wir im Februar in die Skigebiete fahren, dann wird der Schnee meistens recht gut sein. Und in den höheren Bergen, so wie da am Hahnenkamm, hast du dann im März und April am meisten Schnee. Aber dann wollen wir meistens nicht mehr Skifahren, dann wollen wir schon Radl fahren und Golf spielen und einen Cappuccino in der Sonne trinken und das ist auch verständlich. Das kann man ja auch dann mit dem Skifahren kombinieren. Ja. Und man hat ja da auch dann die langen Sonnentage. Genau. Das ist eigentlich mein Lieblingsteil der Saison, wenn man richtig lange auch noch abends in der Sonne sitzen kann und nicht wie im November dann um 18 Uhr eigentlich schon dunkel wird, also wo es schon düsterer ist. Die nächste Frage, die zielt dann in eine ähnliche Richtung ab. Und zwar, ab welcher Höhe kann man sicher auf Schnee hoffen? Also ich denke, es geht da auch um die Vorsaison. Ich meine, Hochgurgel, Obergurgel, die machen immer um den 14.11. auf als Nicht-Gletscher-Skigebiet. Dann kommt Ischgl, Obertauern, so die Skigebiete kommen, ziehen danach. Ab wann ist es schneesicher? Ich habe auch mal von Sölden gehört, dass die ihre Hauptinvestition für den Skisport über 2000 Meter mittlerweile machen, weil die sagen, hey, in vielen Jahren macht es da Sinn, dass sich das dann auch wieder rentiert, die Investition. Was sagst du, ab wann ist es schneesicher, auf welcher Höhe? Ja, gehen wir es einfach einmal durch. Fangen wir an im August, da ist es eigentlich nirgends schneesicher. Oder sagen wir so, im August ist es, wenn überhaupt, schneesicher am Hinterduxer Gletscher, in Zermatt und in Saas Fee. Also da musst du deutlich über 3000 Meter sein. Dann im September ist so der Beginn der neuen Schneefälle auf den Gletschern. Also die Gletscher, die dann ausgeappert sind, wo nur noch das Eis ausschaut, wenn die im September einen halben Meter Schnee bekommen, dann geht es wieder los. Das heißt, im September, sobald der erste Wintereinbruch ist, dann kann man Skifahren am Stubaier Gletscher, am Pitztaler Gletscher, am Kitzsteinhorn und so weiter. Im Oktober ist es so, dass die Gletscherskigebiete safe sind. Also ich würde mal sagen, in 9,5 von 10 Wintern hast du im Oktober auf den Gletschern super Pistenverhältnisse. Und die anderen Skigebiete, die ein bisschen drunter sind, halten sich im Oktober noch zurück. Außer Kitzbühel. Ja, Kitzbühel, genau. Kitzbühel hat diesen Versuch gestartet mit dem Schneedepot am Rest der Kugel. Und das finde ich auch sehr interessant, auch aus Forschungssicht, dass sie das machen.
Aber das sind nur einzelne Versuche. Ansonsten wird im Oktober in höheren Skigebieten einfach einmal beschneit, wenn ein Wintereinbruch kommt. Und dann geht es eigentlich im November los. Im November fangen nach und nach dann die Skigebiete an. Und da geht es natürlich wieder nach Seehöhe. Obergurgl und Hochgurgl sind natürlich eine der Skigebiete, die als erstes anfangen. Und dann kommen eben hohe Skigebiete wie, aber hilf mir weiter ein bisschen, Ischgl kommt dann meistens dazu im Ja, Laufe, erst Advent, ja, im genau, Laufe glaube des ich auch. November schon, würde ich sagen, wenn der Schnee passt in Ischgl. Da Also das ist starten die. immer so mit dem Konzert, ne? Am Anfang der Genau. Saison, das erste Advent meistens so, also das Genau. letzte Ja. Novemberwochenende meistens und dann auch sehr oft Vislades ist und Obertauern und Obertauern, genau. auch einige andere Skigebiete noch. Ja, und dann hängt es einfach von den Wintereinbrüchen ab. Also die allermeisten Skigebiete wollen dann Ende November in den Winter starten, wenn der Schnee passt. Und dann geht so Ritsche-Ratsche dahin. Auch Genau. Schnee produzieren dürfen, ne, und Genau. können. Aber vielleicht, wenn ich die Frage nochmal konkreter beantworten kann. Ich habe eine Berechnung gemacht in Kitzbühel am Rest der Kogel, der ist 1900 Meter hoch ungefähr. Wann schneit es dort im langjährigen Mittel ein? Also wann bringt Frau Holle den natürlichen Schnee? Also nicht den technischen Schnee und nicht der aus dem Schneedepot vom letzten Jahr. Und die Antwort ist am 11.11. Das kann man sich leicht merken. Am 11.11. Karnevalsbeginn. Karnevalsbeginn, genau. Da kommt in Lagen so zwischen 1500 und 2000 Meter, setzt da im langjährigen Schnitt der Winter ein. Am 11. November. Also das kann man sich vielleicht merken. In den höheren Lagen in den Alpen kann man ab 11.11. statistisch langjährig mit einer Schneedecke rechnen. Aber natürlich immer mit einer extremen Streuung. Mal beginnt es 3, 4 Wochen früher, mal 3, 4 Wochen später. Also wir sind da in einem großen Spielraum. Und in den klassischen Wintersportarten, wie da, hat man jetzt einen schönen Blick da nach Kitzbühel. Das liegt auf 800 Meter oder Garmisch ist, glaube ich, so auf 700 Meter, so Berchtesgadener Land, auch knapp 700 Meter. Da ist eigentlich eben, da fällt dann der Winterbeginn, der faktische mit der Schneedecke schon ziemlich genau mit Weihnachten zusammen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Um wie viele Meter schrumpfen die Gletscher jährlich und tragen wir Wintersportler dazu bei? Den zweiten Teil der Frage hatten wir schon im ersten Interview Genau. beantwortet. Schaut da gerne nochmal rein. Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung auch, und verlinke ich auch hier oben. Und auf dem i einfach draufklicken. Und jetzt die andere Frage. Um wie viele Meter schrumpfen die Gletscher jährlich im Schnitt, würde ich mal sagen. Im Schnitt derzeit, also bleiben wir mal bei den Alpen, und die Alpen sind auch wieder vielgliedrig. Da gibt es die Westalpen, Ostalpen, Nordalpen, Südalpen, Zentralalpen. Das heißt, im Detail ist die Frage sehr schwierig zu beantworten. Aber gerade, dass wir ungefähr wissen, von was wir sprechen, ich würde sagen, derzeit im Schnitt der letzten 20, 30 Jahre ziehen sich die Gletscher im Jahr so, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Zentimeter zurück in der Länge. Und in der Höhe verlieren sie so einen Meter bis 1,20 Meter pro Jahr, sinken sie derzeit ein. Und das ist auch, wir haben im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass jetzt in vielen Gletscherskigebieten plötzlich so Felsen zum Vorschein kommen. Und wir als Menschen haben den Eindruck, dass Felsen aus der Piste, aus dem Eis wachsen. Und es ist natürlich eine optische Täuschung, der Fels ist immer da, aber das Eisniveau, das Pistenniveau, in diversen Gletscherskigebieten sinkt dem auch um 0,5 Meter, 1 Meter oder 1,20 Meter pro Jahr ein. Und deshalb kommen die Felsinseln heraus und die sind natürlich fürs Skifahren nicht super. Aber das ist derzeit ungefähr die Dynamik und diese Dynamik findet statt seit Ende der 80er Jahre. Und Anfang der 80er Jahre hatten wir den letzten kleinen Gletschervorstoß. Da sind die Gletscher jedes Jahr ein bisschen länger geworden und im Volumen sind sie dicker geworden. Aber eben seit Mitte, Ende der 80er Jahre haben wir jetzt wieder eine Phase des Schmelzens. Und ja, bis auf Weiteres wird das jetzt so bleiben. Mal schauen, wie es weitergeht. Spannend. Nächste Frage: Wie wird entschieden, ja, welcher Teil des Bergs zu einer Piste gemacht hat und ja, was sind da Kriterien? Und ja, man hört ja auch davon, dass dann mal gesprengt wird oder gewalzt wird. Also eigentlich ist ja grundsätzlich fast alles möglich, oder? Gute Frage, diese Frage ist eine gute Frage. Ich habe die Antwort nicht, weil die meisten Pisten, die wir so befahren, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten.
Also die haben sich einfach ergeben. Also damals hat es nur in dieser Pionierphase des Skisports, da hat es ja keine Wissenschaftler in dem Sinn gegeben, die da beraten haben oder so, oder irgendwelche Ingenieursbüros, die da großartig beraten haben. Das haben die Leute vor Ort einfach entschieden, nach Gutdünken, nach ihrem Hausverstand, nach ihrem besten Wissen und Gewissen haben sie gesagt, da wird es jetzt ja eine Piste am besten eignen. Aber die meisten Pisten sind ja auf Flächen entstanden, die schon seit Jahrhunderten von den Bauern genutzt werden zur Almwirtschaft. Und die allermeisten Pisten hat man auch nicht aus dem Wald herausroden müssen, sondern der Wald war schon gerodet wegen der Almwirtschaft. Unsere Berge würden ja ziemlich langweilig ausschauen. Es wäre nämlich überall Wald. Vor 10.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, war da überall Wald. Und dieses Liebliche in den Bergen und diese schönen Almwiesen, wo wir so gerne wandern und so, die sind ja nicht natürlich, die sind künstlich. Der Mensch hat den Wald gerodet, um Flächen für die Viehwirtschaft zu bekommen. Also eigentlich war das schon der erste Eingriff in die Natur vor Jahrhunderten. Plus die Menschen im Alpenraum haben überall Bergbau betrieben. Und für die Verhüttung des Metalls, also wo man dann Metall und das Gestein getrennt hat, da hat man immer schon viel Holz gebraucht. Also die Landwirtschaft und der Bergbau haben unsere Alpen abgerodet, aber nicht kahl geschlagen, sondern teilweise gerodet. Und auf diesen gerodeten Flächen fahren wir Ski. Also das war meistens schon, ist schon seit Jahrhunderten da. Und neuerdings ist es natürlich so, wenn jetzt noch neue Pistenflächen gemacht werden, aber das passiert nur sehr selten, dann gibt es irgendwelche Ingenieurbüros, die das dann planen. Da gibt es also Ingenieurbüros, da kann man googeln. Da gibt es in Österreich gibt's so 5, 6 und die machen diese ganzen Planungen. Ich schaue dann, ob man Rohre verlegen kann. Ja, genau. Oder zum Beispiel, wenn ein Speichersee gemacht wird, dann ist es deren Aufgabe, den besten Platz zu suchen, dass man den auch naturnah einbauen kann. Und da gibt es jetzt so Technikbüros. Aber wie gesagt, die meisten Pisten sind uralt, Jahrzehnte alt und das ist einfach, hat sich auch so ergeben. Nächste Frage. Wie stehst du zum Aufrüstungswettbewerb der Skigebiete? Ja. Man hört jetzt von der Verbindung Sölden-Pitztal, hier Kitzbühel will sich auch erweitern, so wie man hört, dann Saarbach-Hinterglemm mit der Schmittenhöhe, um Zugang zum Gletscher zu haben. Es passiert einiges. Wie stehst du dazu jetzt auch mit deiner persönlichen Meinung? Ist das nötig oder? Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass wir genug Skigebiete haben und genug Pistenflächen haben und genug Lifte haben. Also ich glaube, dass die qualitative Verbesserung jetzt am wichtigsten ist, dass wir schauen eben, dass wir die Flächen, die wir jetzt haben, bestmöglich bespielen und dass die anderen Flächen naturbelassen bleiben. Dass wir auch die Skifahrer darauf hinweisen, dass das Tiefschneefahren natürlich seine Tücken hat. Es gibt eben Waldschutzgebiete, dass man die jungen Bäume nicht kaputt fährt. Und es gibt Wildschutzgebiete, also dass man das Wild nicht verscheucht und in Stress versetzt im Winter. Das ist wichtig und deshalb meine Meinung, keine neuen Skigebiete, keine neuen Berge mehr erschließen und auch keine neuen Geländekammern mehr erschließen. Der Zusammenschluss Ötztal-Pitztal, das ist, glaube ich, jetzt einmal die nächsten Jahre vom Tisch. Ich glaube, jetzt da die Corona-Krise hat die Sensibilität verstärkt. Kitzbühel, weil du es angesprochen hast, da sind mir sind keine Projekte bekannt, weil die Bergbahn Kitzbühel sagt schon seit einigen Jahren, wir wollen nicht größer werden, sondern besser. Also das Skigebiet hier in Kitzbühel war in den 70er, 80er Jahren größer als jetzt. Die haben sich schon einmal konsolidiert. Die haben ein paar Lifte und Pisten, wo sie der Meinung waren, die braucht man nicht mehr unbedingt, schon weggelassen. Das heißt, das Skigebiet ist kleiner geworden und ist es aber immer noch riesig groß und man braucht nicht mehr. Also ich glaube, wir sollten nur noch einen Aufrüstungswettbewerb hinsichtlich der Qualität machen und nicht mehr hinsichtlich der Quantität. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Für die Zuseher zu Hause hätte ich noch einen wichtigen Hinweis. Wir sprechen immer nur darüber, dass jetzt ein Skigebiet vielleicht noch einen Lift bauen will oder dass es einen Zusammenschluss zwischen zwei Skigebieten gibt. Das ist natürlich eben, kann man alles sehr kritisch sehen, das ist auch gut so. Aber was die meisten vergessen und was nicht in der Zeitung steht, ist, jedes Jahr schließen Skigebiete für immer und werden rückgebaut. Und die
Pisten werden vom Wald wieder zurückerobert. Das heißt, jedes Jahr schließen Skigebiete im Alpenraum. Für immer. Und jedes Jahr werden Lifte abgebaut. Für immer. Das heißt, es ist extrem wahrscheinlich, dass wir in 20 Jahren weniger Skigebiete haben in den Alpen. Und keinesfalls mehr. Das ist zu 100% ausgeschlossen. Wir werden in 20 Jahren weniger Skigebiete in den Alpen haben. Wir werden weniger erschlossene Fläche haben durch Skigebiete in den Alpen. Wir werden weniger Skilifte haben in den Alpen. Aber die Skigebiete, die es noch gibt, Kitzbühel ist sicher eins davon. Und jetzt könnte man noch 40 Namen nennen. Kennt eh jeder die großen Player. Die wird es weiterhin geben und die werden vielleicht auch intensiver bespielt werden. Und die werden qualitativ wachsen. Aber eben die Angst, dass die ganzen Alpen mit Skiliften zugebaut werden, die ist bei genauerer Betrachtung absurd. Nämlich es ist fast zu 100% sicher, dass wir weniger Skigebiete und weniger Lifte haben in Zukunft. Und das ist auch okay. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wie lange ist Skifahren im Sommer noch möglich? Da habe ich jetzt mal dazu geschrieben auf der Nordhalbkugel, weil wenn hier Sommer ist, natürlich auf der anderen Halbkugel halt Winter, aber jetzt, wie lange werden wir noch in Zermatt, Saas-Fee, Lüdesalb, Hintertux, Stelvio, welche Gletscher es noch gibt im Sommer, wie lange wird man dann noch Skifahren können? Das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wie lange sie auch wollen. Ne? Genau. Erstens hängt es mal von uns ab, ob wir noch Skifahren gehen im Sommer. Wenn keiner mehr Skifahren geht im Sommer, wenn keine Nachfrage mehr da ist, dann kollabiert natürlich auch das Angebot. Aber wir haben vorher auch schon darüber gesprochen, dass der Sommerskilauf natürlich schon ein bisschen aus der Mode gekommen ist. In die 60er und 70er war das noch total hip und in. Und wenn wir jetzt bei 30 Grad Skifahren, dann wird man eher schief angeschaut. Und ich finde das auch völlig okay. Aber die Heavy-User und die Freaks, zum Beispiel Leute, die sich verbessern wollen, die in deine Camps gehen, die Skilehrerausbildungen machen und die Rennläufer, das sind die, die Sommerskilauf nachfragen. Und das wird es auch in Zukunft weiterhin geben. Jetzt könnte man sagen, eben durch der Gletscherschwund, den es seit den 1980er Jahren gibt, da ist die Schneegrenze jetzt ungefähr um 300 bis 400 Meter angestiegen. Das heißt, in den 70er Jahren ist auf der Zugspitze auf 2600 Meter noch Skifahren möglich gewesen. Und jetzt ist da die Schneegrenze auf 3000 Meter angestiegen. Der Zugspitzgletscher endet aber ungefähr bei 2800 Meter Seehöhe, weil der Gipfel selber ist ja nicht vergletschert. Das heißt, da geht jetzt das Eis weg. Aber wir haben über Hintertux gesprochen, da ist ja der Großteil des Gletscherskigebietes, oben diese riesige Firnwanne, da ist er unten ist 3000 Meter und oben ist 3250 Meter. Und die bräuchten, da müssten die Sommer jetzt noch einmal ein bisschen wärmer werden, ein bisschen milder werden, dass da auch das Eis wegappert, dass man im Sommer nicht mehr Skifahren kann. Angenommen, das würde passieren in 20, 30 Jahren. Dann müssen wir weiterschauen in die Westalpen. Dann gibt es noch Saas-Fee, da gehen die Pisten rauf bis 3600 Meter. Das heißt, das ist schon eine ganz andere Liga, weil jede 100 Meter dann zusätzliche Erwärmung, das ist dann nicht mehr so einfach. Weil es kommen wieder so Sommer wie heuer, da geht es den Gletschern spitze. Und dann könnte man nur sagen, ja, dann gibt es immer noch Zermatt. Da bewegen wir uns zwischen 3,5 und 3,9. Also das sind das dann schon sehr hoch. Und dass man in Zermatt im Sommer nicht mehr Skifahren kann, das ist derzeit also wirklich sehr, sehr weit her. Also wenn wir jetzt einmal sagen, wir blicken mal 30, 40 Jahre in die Zukunft, da sind wir beide schon alte Männer, dann kann man in Zermatt sicher noch Skifahren. Und was in 100 Jahren ist, das weiß ja sowieso kein Mensch. Will dann überhaupt noch jemand Skifahren? Gibt es die Deutsche Bahn noch oder fliegt dann alles durch die Gegend? Steht Europa noch? Gibt es den Euro noch? Mit was werden wir bezahlen? Trinken wir noch Kaffee? Oder kriegen wir dann Infusionen? Das wissen wir alles überhaupt nicht. Und ich würde mir da auch nicht den Kopf zerbrechen. Aber solange wir zwei fit sind und die meisten deiner Zuseher, kann man im Sommer auf den Gletschern Skifahren. Ganz sicher. Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit, Günther. Danke. Hier ist dazu zu sagen, weil die Kommentare häufig unter dem letzten Interview kamen, das ist jetzt hier kein Vortrag von Günther, das ist jetzt dann einfach spontan gemacht, genau. Du hast jetzt hier nicht dann deine Studien vorliegen, sondern wenn ihr das sehen wollt, dann schaut gerne beim Günther auf dem Kanal vorbei. Das ist rein faktenbasiert
und ist jetzt dann kein Gesprächsziel, sondern wirklich ja, wie eine Vorlesung sozusagen. Genau. Also kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr da noch tiefer in die Materie einsteigen möchtet, lasst dem Günther auch gerne ein Abo da, schaut gerne mal beim Günther auf dem Kanal vorbei, weil ich finde, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft, wo sehr ja, inflationär mit Informationen um sich geworfen wird, wo auch viele Informationen, Fake News verbreitet werden, die auch dann sehr schnell geglaubt werden, ist sehr, sehr wichtig, dass es auch, ja, dass solide Daten, die erhoben wurden, die wissenschaftlich erhoben wurden, dann auch mehr geteilt werden. Deswegen wir auch die Interviews machen, weil ja, man muss einfach da Aufklärung betreiben, meiner Meinung nach. Also schaut gerne beim Günther vorbei. Ich freue mich sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wir freuen uns wieder sehr über eure Kommentare. Ich denke, du wirst da auch gerne wieder... Bin wieder dabei. Fand ich übrigens mega cool, dass du das gemacht hast, dass du da direkt dann mit dabei warst und auch den Leuten da nochmal geholfen hast. Sehr gerne. Und auch mitdiskutiert hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Euer Günther und Julian. Ciao. Servus.